Hey Leute, herzlich willkommen zu dieser kleinen Zusammenfassung der Features des neuen iPad 3, das soeben vorgestellt wurde. Ganz zu Anfang, ja, das neue iPad hat einen Homebutton, das ging sofort aus den ersten Bildern der Keynote hervor. Die Erwartung, das neue iPad bekäme ein Retina-Display, wurde ebenso erfüllt. Und zwar hat der Bildschirm des iPad 3 nun eine Auflösung von 2048 mal 1536 Pixeln, was einer Pixeldichte von 264 ppi entspricht. Weiterhin ist der neue A5X Quad-Core-Prozessor im iPad 3 verbaut. Außerdem ist eine 5-Megapixel-Kamera integriert, die Full-HD-Videos aufnehmen kann. Auch die Sprachassistentin Siri ist beim iPad 3 vorhanden. Gegen Ende wurde bekannt gegeben, dass das neue iPad das 4G-LTE-Datennetzwerk unterstützt. Somit beinhaltet das neue iPad so ziemlich alle Features, die man sich zum jetzigen Zeitpunkt wünschen kann. Die einzige kleine Enttäuschung liegt darin, dass es keine 128 GB Variante geben wird. Dafür bleiben allerdings die Preise der einzelnen Modelle erhalten.